Won't you get my sleigh tonight? Then all the reindeers loved him, and they shouted out with glee, "Yippee! Rudy, your red-nosed reindeer, you go down in history." Ihr Lieben, ich hatte die Woche so ein paar Gedanken, und zwar zum Thema nicht so viel wegschmeißen und nicht so viel kaufen. Also im Grunde genommen bewussterer Konsum. Also erstens ist mir Folgendes aufgefallen. Ich glaube, dass ganz viele Leute Lebensmittel, die sie gekauft haben, also frische Lebensmittel, Obst und Gemüse und so, dass sie die relativ schnell entsorgen, wenn die nicht mehr so gut aussehen wie im Supermarkt. Also im Supermarkt kaufst du die meisten Dinge ja richtig perfekt, ne? Die sehen richtig perfekt aus, so als ob das schon fast Plastik wäre oder so künstlich hergestellt irgendwie. Die sehen halt richtig krass perfekt aus. So, wenn du das ein paar Tage bei dir zu Hause hast, ein paar Tage nicht verwendest oder isst, dann lässt dieses Perfekte irgendwann ja nach. Bei einigen Lebensmitteln schneller, bei anderen nicht so schnell. Und das heißt aber nicht, dass das dann schlecht ist oder dann nicht mehr so gut schmeckt. Ja? Deswegen möchte ich euch motivieren, dass ihr das vorher probiert, bevor ihr es wegschmeißt. Denn meistens schmecken die Sachen ganz genauso gut oder manchmal sogar noch besser, wenn sie so ein bisschen länger gelegen haben. So, zum Beispiel, klassisches Beispiel, Bananen. Wenn Banane Punkte bekommen, wenn Banane Punkte bekommen, dann ist es nicht schlecht, sondern dann sind die einfach ein bisschen süßer. So, und dann kann man die super für Smoothie verwenden, man kann die super einfrieren und dann nachher Eis draus machen und so. Top, ja. Oder gut im Porridge oder sowas. Und ich habe hier noch so ein paar andere Beispiele jetzt für euch eingefügt. Das sieht ja jetzt nicht mehr so mega appetitlich aus. Aber ich kann euch sagen, von diesen Trauben habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viele gegessen. Und die waren alle ultra lecker. Also irgendwie erinnert mich das teilweise ein bisschen an Rosinen. Und man würde ja eigentlich denken so, nee, der Teil da oben ist schlecht. Mm-mm, ist er nicht. Also erst probieren und dann eventuell wegschmeißen. Genauso wie diese geschrumpelte rote Beete hier. Das kann man noch verwerten. Also entweder im Smoothie oder einfach zu einer Gemüsepfanne dazu oder im Eintopf. Das hier ist keine Zitrone, sondern eine Limette. Limetten müssen nicht immer grün sein. Die sind auch mal gelb. Beziehungsweise werden irgendwann mal gelb. Und die werden dann auch sehr hart, aber trotzdem kann man die dann immer noch verwenden. Da kommt natürlich nicht mehr so mega viel Saft raus, wie wenn man sie frisch verwendet hätte im grünen Zustand. Man merkt hier auch beim Draufdrücken, dass die Schale um einiges anders ist als bei den grünen. Und was ich hier empfehlen würde, ist, dass du die quasi hinlegst und dann so mit der flachen Hand rollst. Und dann brichst du schon mal einige der Strukturen auf und dann kommt da auch noch jede Menge Saft raus. Also viel zu schade, um weggeschmissen zu werden. So, dann habe ich hier eine Kaki. Die ist hier oben sehr, sehr weich. Hat hier so Stellen. Nicht wegschmeißen, erst probieren. Das kann man alles wegschneiden. Nichts dran. Schmeckt voll lecker, wie Pudding. So, zweites Thema, was ich ansprechen wollte in Bezug auf bewussten Konsum. Und zwar beim Kaufen. Versuch mal, Dinge nicht direkt zu kaufen, wenn du sie haben willst. Ja, versuch dir ein bisschen mehr Zeit zu lassen, weil oftmals ist es so, dass man entweder noch was Besseres findet oder feststellt, man braucht es gar nicht, oder feststellt,
man braucht es in einer anderen Art oder man hat irgendwas nicht bedacht und so. Und wenn man Dinge sofort kauft, dann ist man ganz, ganz oft unzufrieden oder benutzt die Dinge nicht so lange. Je länger du dir Gedanken machst über diesen Kauf, desto bewusster ist diese Kaufentscheidung, desto zugeschnittener ist sie auf dich und desto länger hast du Spaß daran. Das heißt, desto besser investiert ist dein Geld. Ja, nur Vorteile im Grunde genommen, außer dass du dich ein bisschen gedulden musst. Und ich kenne das selber, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber es lohnt sich immer. Also danach lohnt es sich immer und man denkt so, yes, doch richtig gemacht. Ja, das gilt sowie im Laden als auch online. Online ist das noch viel einfacher, gerade wenn du dazu neigst, Dinge abends im Internet zu suchen, in deinen Warenkorb zu packen und bestellen zu wollen, lass es bitte sein, weil erstens, deine Bestellung wird nicht eher rausgehen als am nächsten Tag. Ja, es ist vollkommen egal, ob du das abends kaufst oder am nächsten Morgen. So, zweitens ist es so, dass man abends meistens aus Müdigkeit sich mehr von Angeboten verleiten lässt. Deswegen erstmal den Warenkorb einfach so lassen und dann nochmal gucken am nächsten Tag. Brauche ich das wirklich? Und wenn man sich dann noch nicht so hundertprozentig sicher ist, dann wartet man noch mal ein bisschen. Ja, ich weiß, man kann das ganze Zeug zurückschicken, aber trotzdem hat es dann einen Weg hinter sich. Und was mit den zurückgeschickten Sachen passiert, ist noch mal eine ganz andere Sache. Ja, und im Laden fühlt man sich ja immer, also Mann heißt ich, fühle ich mich immer so ein bisschen dazu gezwungen, zumindest in der Vergangenheit war das bei mir so, auch etwas zu kaufen, wenn ich das anprobiert habe, angeschaut habe und so. Aber genau so kannst du einfach in den Laden gehen, das anprobieren, das toll finden, dir sicher sein, dass du es haben möchtest. Dir vollkommen sicher sein. So. Und trotzdem sagen, weißt du was, das ist morgen auch noch hier. Und wenn es ein Einzelstück ist, dann lasse ich es mir zurücklegen. Und dann guckst du mal. Und manchmal merkt man dann halt, schon beim Rausgehen aus dem Laden, weißt du was, das ist ganz gut, dass ich das gerade nicht mitgenommen habe. Ja, in einer Zeit, wo alles super krass, viel schnell, sofort verfügbar ist und man auch noch das nötige Geld dazu hat, was wir meistens haben, weil die Sachen, die wir haben wollen oder begehren oder schnell kaufen, halt oftmals sehr, sehr günstig sind, was auch noch eine Falle sein kann. Also nicht nur, weil 1 Euro der Kaufpreis ist oder weil es nur 4 Euro kostet oder so, musst du es jetzt direkt mitnehmen. So, das ist ja dann quasi umsonst. Ja, aber wenn du das 10-mal im Monat machst oder von mir aus 30-mal im Monat, dann ist es trotzdem teuer. Und ganz, ganz viele Dinge kriegt man einfach auch super gut, super günstig, in einem super guten Zustand, Secondhand. Also, Werbung an dieser Stelle, weil Namensnennung, eBay-Kleinanzeigen ist echt top für die unterschiedlichsten Dinge. Ja, du bekommst so, so viel. Schau einfach, bevor du irgendwas online bestellst, egal was, ja, schau einfach mal aus Spaß, ob es das bei eBay-Kleinanzeigen gibt. Und schau auch einfach mal, falls du auf der Suche nach Tassen, Tellern, Gläsern, Blumentöpfen oder einem Lattenrost bist, ob das beim nächsten Sperrmüll bei dir in der Stadt nicht einfach irgendwo an der Straße steht. Weil das sind echt 5 Dinge, die immer dabei sind. Also ich kann mich totwerfen mit diesen Sachen. Ja, die rette ich so, so oft und bringe die in die Giftbox. Das ist echt verrückt, ja. Das ist, also für mich ist es überhaupt nicht logisch, so etwas neu kaufen zu wollen. Und auch im Second-Hand-Laden vor Ort, von dem es bestimmt einen auch in deinem Umkreis gibt, kannst du solche Sachen für einen Apfel und ein Ei erwerben. Und das ist einfach super praktisch, weil da muss nichts Neues produziert werden und du sparst Geld. Und ich rede so langsam, weil ich drüber nachdenke, ob ich irgendwas vergessen habe. Lass mich nochmal eine Sekunde nachdenken. Voll schönes Wetter heute, ey.
sonnig draußen, voll gut. War es seit Tagen nicht mehr. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal raus. Okay, das wollte ich zwar nicht sagen, aber ich möchte es trotzdem anführen. Geschenke müssen nicht immer neu gekauft sein. Ja. Das bedeutet, du kannst ganz genauso gut auf eBay-Kleinanzeigen oder irgendeinen anderen Online-Secondhand-Plattform oder bei dir im Sozialhauskauf. Sozialhaus. Was? Sozialkaufhaus. Oder im Secondhand-Laden einfach mal nach Geschenken schauen. Jo. Denn der andere freut sich darüber, dass du ihm etwas geschenkt hast und nicht darüber, dass das noch kein anderer vorher benutzt hat. So, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mir auch. Und bis dann.